Ja, da sind wir also wieder nach, ach, guten 6 Jahren, würde ich behaupten. Ja, und die nehmen wir. Und ich habe bloß echt keine Peilung. Echt keine Peilung. Ja, was wir jetzt machen müssen. Aber wir sind noch so weit am Anfang. Link, edler Held, rettest die Welt. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Osten. So gelangst du in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützt. Okay. Dort wirst du jene finden, die du suchst. Wen suche ich denn? Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird vom Schattenreich regiert. Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Ja. Also von den Göttinnen auserwählter Held, verlasse diesen Wald und gehe nach Osten in das Gebiet Eldin. Na, dann wollen wir mal. Toll, was? Das würde uns die Suche viel leichter machen. Und die anderen Lichtgötter willst du natürlich auch retten, oder? Mach dir keine Sorgen, ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also finden wir erstmal den Eingang zum Schattenreich. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Man sieht sich. Okay. Oh. Oh, das ist ganz schön komisch. Boah. Nach so langer Zeit einen Gamecube-Controller in der Hand zu haben. Und ich glaube, hier konnte man noch nicht rennen, ne? Nee. Kamera. Ja, Schnetzel, Schnetzel. Oho. Haben wir schon irgendwas? Eine Angel haben wir. Dann gehen wir mal hier weiter. Das ist ein Gegner. Die Steuerung ist ganz anders. Hallo. Sind auf den Ebenen von Hyrule. Oder von Hyrule, wie alle mal sagen. So. Also eigentlich habe ich das Spiel jetzt nur ausgegraben, weil ich eigentlich Breath of the Wild spielen will und keinen Bock gerade habe, irgendwie zu warten. Und ja, mich schon mal so ein bisschen in die Stimmung bringen will. Oh, keine Spur von Epona. So, wo muss ich hin? Nach Osten, hat er gesagt. Oh. Die bestimmt Epona holen müssen. Da vorne ist. Da vorne ist eine schwarze Wand, da geht's nicht weiter. Dabei muss ich doch einen Priester sein. Und was ist? Wer bin ich?
Ich bin der wandernde Postbote, stets unterwegs mit wichtigen Briefen. So nennt man mich auch auf dem Briefträger. Aber was rede ich nur von mir selbst? Dabei habe ich dir noch einen Brief für dich. Lies ihn, wenn du mal Zeit hast. Wenn du diesen Brief lesen willst, öffne mit Hilfe von Start deinen Ausrüstungsbildschirm und wähle Briefe. So kannst du die Briefe, die du erhalten hast, jederzeit lesen. Auf das wäre erledigt und ab der Post. So, wir haben einen Brief erhalten. Wo finden wir den? Da? Oh, oh gute Güste. Briefe? Ah. Über den Briefträger. Die Zustellung von Briefen. Jeder freut sich über Post und ich bringe sie zum Empfänger. Zu diesem Zweck laufe ich bei jedem Wetter durch die Ebenen von Hyrule. Also lauf nicht weg, wenn du mich siehst. Na gut. Ah, hier ist die Wand. Hier ist die Wand, in der ich gleich verschwand. Warum der die Kamera dabei dreht? Voll wie ein Popohol. Boah, wie viel Herzen es hier haben geregnet. Hey, this room is mine. Was denn? Das war ja ganz nah. Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst, beginnt eine lange, lange Reise in Wolfsgestalt. Zum Mädchen wirst du erst wieder, wenn du das Licht nach Eldin zurückgebracht hast. Also, gehen wir rein in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützen sollte. Ne, wollen wir? Ich hab kein Problem damit. Ja, nehme ich mit. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott. Warum ich nicht gleich als Wolf aufwache, ja, wollte schon sagen, ey. Achso, jetzt habe ich ganz vergessen, es vorzulesen. Es gehört doch jemandem. Die Hesslons, ey, bläh. Die Balgen. Nee, die Blagen. Dann wollen wir mal der Spur folgen. Oh, oh. Ach ja, es war ja wieder alle gleichzeitig besiegen, ne? So. Oder? War das alle gleichzeitig besiegen? Ja. Mach ich da vor dem Blödsinn, ey. B-b-b-b-b-b-b. Thank you.
Tja. Verflext. Wollen wir mal da hingehen und gucken, was es da gibt. Ja. Ich glaube, hier gab es sogar eine Brücke, oder? Ja. Gab es nicht hier eine Brücke? Richtig duster, ey. Boah. Tja, ich bin jetzt ein wenig überfragt. Boah, ey. Man sieht nichts. Es ist einfach nur dunkel. Sparen können die Idioten. Überhaupt dazu und drüber. Hier auf den Steg, der Mensch. Ja. Oh, hätte ich ja gleich machen können, ey. Da erlebt. Ich glaube zwar nicht so dran, aber schauen wir mal. Hier wahrscheinlich schon eher als ja. Gott sei Dank. Na klar, lass uns das ausprobieren. Ich habe gehört, die Position, die sie da gerade gemacht hat, ne, mit diesen die Beine so in 30 Grad Winkel nach oben, ist die beste Kackposition. Also die beste Position auf Toilette. Und eigentlich jeder, der normal auf Toilette geht und hier so 90 Grad die Beine angewinkelt hat und die Beine die Arme drauf gelegt hat, macht eigentlich alles falsch, ne? Also eigentlich ist die Beine zu 30 Grad anwinkelt und dann müssten wir nicht pressen. Da kommt jetzt einfach alleine raus. Ja. Mal weitergehen hier.
Lass mich in Frieden. Vielleicht muss ich nicht reden. Hey! Was machen die denn da? Also, dran, die Landschaft zu stellen. Ich glaube, die bewachen da irgendwas. Meinst du nicht, dass da irgendetwas gewaltig stinkt? Das ist doch noch ganz gewaltig. Oh, Pause.